wieder euer Clash Gnadenlos. Heute mit dem Fight Special von German Osters. Das hat ein bisschen länger gedauert, leider. Da sage ich euch gleich noch was so. Da kommen wir auch schon gleich zum ersten Kampf von Thomas Berlin. Der kommt mit seinen Golems und drei Sprungzauber. Ihr werdet gleich sehen, dass die Golems so behindert sind und außen rum gehen. Obwohl er den Sprung in die Mitte setzt, weil die leider die Verteidigung nicht sehen. Aber die Magier und die Helden machen dann alles wieder gut und dann rasieren die das Dorf. So, wieso das jetzt ein bisschen so lange gedauert hat, war das Problem, dass mein Aufnahmeprogramm abgelaufen ist, die Probeversion, und ich mir das neue kaufen musste, also überweisen musste das Geld. Und das hat 3-4 Tage gedauert. Und dann haben die mir den Code zugeschickt und das hat dann jetzt geklappt alles. Meine Webcam war Schrott, ich musste die auswechseln, da habe ich mir ein paar Sachen noch gekauft. Ja, und jetzt gebe ich richtig Gas. Morgen kommt dann noch ein Video. Das ist dann ein Video von zwei Clan-Boss, die wir bei Fischli Superstar gemacht haben. Da haben wir alles weggeplättet und alles platt gemacht. Dreier ohne Ende gemacht gegen starke Chinesen. Ja, und wie ihr dann mitbekommen habt, werden jetzt zwei Fights von Battle Bee in diesem Kampf, in diesem Video zu sehen sein. Gleich der zweite ist von CN1, da war er in dem Clan. Er ist bei Unknown Warrior, der Battle Bee, und ja, richtig fett und ich freue mich so sehr. Und im letzten Fight von diesem Video, da werdet ihr Battle Bee sehen, wie er German All-Stars Legende wird. Ja, richtig fett, weil da freue ich mich richtig drauf, dass das geklappt hat, dass er bei uns war. Der war dann eine Nacht bei uns mit dieser Frau aus Amerika, die beste Spielerin aus Amerika und Nummer 1, die ist jetzt, glaube ich, bei 4.940 oder so. Und Battle Bee, hoffentlich gewinnt er diese Saison die Legendenliga. Ich hoffe. So, jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Fight von Battle Bee. Battle Bee, mein Freund, gib ihm! So, jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken, wen er da erwischt hat. Arabella, Pampanguenos 2 hat er erwischt, Battle Bee. Ja, jetzt kommt er mit seiner Balance wie immer und richtig, richtig fett kommt er da mit seiner Hund und da immer seine 3-4 Ballons hinterher, die dann die Verteidigung abräumen. Ich möchte auch gerne so kämpfen, aber es ist sehr, sehr, sehr schwer. Man muss viel nachdenken, wie, wo, wann man was setzt, und ja, ich bin eher der Typ, der so Golem-Style und dann immer haut drauf. Das ist auch im Krieg so. Die anderen machen die Dreier, ich mache die Zweier. Da, wo die keine Dreier schaffen. Ja, während ihr euch den Kampf ansieht, kann ich euch ja noch was sagen. Mein Homie, der hier um Maike wohnt, das ist Joker. Der hat gestern ein neues Album rausgebracht. Augenzeuge heißt das. Wenn ihr auf deutschen Rap steht und nicht diese Gangster-Scheiße, diese ich mach dies und das und dies, dann müsst ihr euch das mal anhören. Das ist richtig fett geworden. Ich habe mir jetzt fünf Lieder angehört und die richtig geil. Moin Moin ist das, sprengt, also beste Lied überhaupt. Alter, geil. Ja, der wohnt hier gleich um die Ecke bei mir und ich hoffe, dass er das schafft. Er ist jetzt 7. in den Hip-Hop-Charts. Ich glaube 20. allgemein. Und ich hoffe, das Ding ballert alles weg und die Charts. So, Battle Bee, was machst du hier? Ja, eine Minute noch und du hast schon 52%. Was ich bei dem Kampf nicht verstanden habe, war, dass er bei 2 Sternen auch nur einen Poké kriegt. Aber ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum er das gemacht hat. Vielleicht hat er nicht, vielleicht dachte er, er kriegt doch 2. Vielleicht war das ja ein Dreierdorf oder so. Ja, da wissen wir nicht weiter Bescheid. Und gleich werdet ihr noch einen Kampf sehen von Mello. Der hat den Roller platt gemacht. Roller, der diese 25, 30 Accounts hat. Alexit heißt der. Also mit dem Spitznamen Alexi 2 hat er erwischt. Kurz vor Legende hat Mello ihn erwischt. 52, 53er Dorf. Er hat nur noch schwarz gesehen und dann hat er dann Kopf ab, 31 Pokale, kurz vor Legende wieder runtergeschickt. Also fett. Den Kampf werdet ihr auch gleich sehen. Dann werdet ihr den Kampf von Japans besten Spieler sehen, Makato. Der bald leider wieder nach Japan muss. So, ein Stern, ein Poki, 2 Sterne, seht ihr das? Fett, Alter, das ist unfassbar da oben, was man da machen muss, um einen Poki zu kriegen. Kommen wir jetzt zum dritten Fight, das ist der Fight von Hertha Gram, das ist von meinem ersten Account.
Dann mache ich unten die Mauern auf, dann setze ich gleich mache ich oben auch noch meine Mauer auf, weil wenn das dann unten nicht mehr reicht, dass ich dann von oben reinkomme. Ich habe jetzt ein bisschen eine andere Taktik. Ich benutze jetzt nur noch einen Sprung, weil die dürfen alle gleich aussehen. Seht ihr, das alles ist innen drinne und nichts ist mehr außen und so. Dann habe ich mir gedacht, probiere ich das mal aus, nehme ich einen Wut oder einen Frost mehr mit. Und das hat dann, klappt dann wunderbar. Ich bin jetzt bei 4720 oder 21. Ich werde gleich die Lupe starten und dann werde ich richtig Gas geben. Ich gucke, ob wie weit ich komme. Heute Samstag, Sonntag habe ich frei und dann mal gucken. Sonntagabend muss ich wieder zur Nachtschicht. Ich hatte die hässliche Frühschicht, aber Gott sei Dank ist die jetzt zu Ende. So, ihr seht, ich bin schon in der Mitte. Ich gebe jetzt Vollgas, ich froste, ich mache Wut und alles läuft perfekt. Und ich dachte eigentlich, dass ich das Dorf zu 100% platt mache, aber wie ihr gleich unten seht, wir nerven diese hässlichen Bogentürme, die da unten schießen. Ja, die haben dann leider meine Helden platt gemacht und dann hab ich das dann leider nicht geschafft, 3 Sterne zu machen. Wie gesagt, wir haben einen Clan War Fight gestern gegen Chinesen gehabt. Haben wir richtig platt gemacht, haben wir Hamster gefressen zur Belohnung. Ja, das war so lustig. Die haben in der Clan-Beschreibung geschrieben, dass die 5 reserviert wird für einen Dreier. Und wir gucken. Aber wir haben ja Chinesen im Clan und die hat dann übersetzt. Und dann haben wir geguckt, wer die Nummer 5 ist und das war ich. Und da habe ich gleich zack einen Kumpel angerufen, habe gesagt, ey, gib mir mal ein Anti-Dreier-Dorf. Und dann hat er mir den geschickt und haben die leider nicht geschafft, den Dreier zu machen. Und dann, nee, haben wir gewonnen. Haben wir 7 Dreier gemacht, die haben 3 Dreier gemacht und dann haben wir die richtig platt gemacht mit Heiler, mit. Was haben wir benutzt? Mit Schweine, mit Luft. Wir haben nur 3 Spezialisten gehabt, jetzt haben wir schon 10 im Clan und das ist richtig fett. Ja, noch was. Wir wollten diesen Monat die Jagd ansetzen. Wir wollten Germany Nummer 1 werden. Wir sind ja schon 4 oder 5. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir jetzt gerade sind. Aber dann haben ein paar geschrieben, so gesagt, dass die bisschen noch farmen wollten, die Helden farmen und so. Und wir haben auch einige, die im Ausland jetzt gerade arbeiten. Da haben wir dann beschlossen, dass wir dann nächsten Monat die Jagd ansetzen. Und also nächste Saison wird dann angegriffen auf die 1. So, haben wir von Amen noch einen Kampf. German All-Stars. Da hat er richtig, richtig Glück. Guck mal, er benutzt 3 Sprünge, so wie ich früher, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Aber er hat richtig Glück, dass die Burg und die Helden platt sind, also dass die pennen. Er hat da vorne Death gewonnen, höchstwahrscheinlich. Und dann kann der richtig von unten komplett nach oben durchziehen und alles platt machen. Guckt euch den Loot an, der ist auch richtig cool. Also so ein Dorf möchte ich auch gerne finden und dann wird dann zerfetzt. So wie ihr seht, richtig, richtig fett. Yeah. So, jetzt gucken wir weiter. Ja, er macht alles wunderbar. Er setzt sein Wut, er setzt den Frost und er kann nichts mehr falsch machen. Alles rennt nach vorne. Alles will platt machen. Die Magier, alles drum und dran. Ja. Und noch was? Ich habe die Einstellung bei YouTube geändert. Also für die Leute, die mich immer beleidigen. Also andere Leute werden das nicht mehr sehen. Also wenn ihr mich beleidigt, dann sehe ich das nur noch, dann ich muss ja dann zustimmen, ob der Kommentar dann gezeigt wird oder nicht, weil so eine krassen Beleidigung, da habe ich keinen Bock, dass das noch andere mitkriegen, weil ich habe gesehen, das bringt nichts, immer die Sachen zu löschen. Darum habe ich mich entschlossen, ja, diese Einstellung zu machen. Ihr könnt mir gerne noch ein paar Dislikes da lassen, wenn ihr da so Bock drauf habt und jedes Video habe ich da 100, 200 Stück und das ist voll Banane von euch. Ja, ich weiß, dass meine Leute sich meine Videos angucken, weil ich habe über 20 Minuten Durchschnittsdauer von meinen Videos werden angeguckt, wenn gedrückt wird. Und da seh ich, dass die Leute mich feiern, dass die Leute Bock haben auf meine Videos. Ja, bei einigen Videos habe ich schon 1400, 1300, 1500 Klicks bei 800 Abonnenten. Da wollte ich euch auch nochmal bedanken. 800 Abonnenten haben wir schon. Das ist richtig, richtig fett. Vor 1,5 Wochen hatte ich nur 400, jetzt haben wir schon 800, jetzt haben wir, Alter, unfassbar ist das. So, jetzt kommt King Joe von German, nee, ja, von German All-Stars.
von Zorngitter, er ist jetzt bei Zorngitter. Ja, er kämpft mit Ballons und das ist richtig fett. Ich glaube, das war der Kampf, wo die Ballons das Rathaus kriegen, ohne dass er die Helden setzt. Und das ist bei Luft richtig geil. Da beneide ich die Leute, die mit Luft kämpfen. Manchmal haben die das Glück, dass dann alles platt gemacht wird, wenn die Verteidigung um das Rathaus umrum ist. Ja, so wie ihr seht, er gibt alles, er macht alles platt, 42%. Die Lakis sind in der Ecke noch und rasieren und 47. Er hat noch 6 Mauerbrecher, 4 Boogies, 8 Lakis, aber er wird höchstwahrscheinlich jetzt einfach nur oben die King setzen, also die Königin, und dann zack, wird er seinen zweiten Stern holen. Und ja, er wird er dann rasieren. So, zack, 27 Boogies, Tingju, sehr, sehr geil. So, kommen wir zum nächsten Fight. Das ist der Fight von Smoker BVB, was ich euch erzählt habe, der aus Japan kommt, der beste Spieler aus Japan. Der muss jetzt bald wieder zurück nach Japan. Ja, der hat zu Ende studiert und jetzt wird er höchstwahrscheinlich wieder nach Japan zurückgehen, aber das ist richtig geiler Macker. Der hat noch nie in seinem Leben einen Sprungzauber benutzt, noch nie. Er sagt Sprungzauber tabu, dafür nehme ich zwei Wut, drei Frost mit, so wie ihr seht. Und das ist ein Spieler, der war bei Gnadenlos mit mir zusammen vor einem Jahr und dann bin ich ja weg, hab ich mich mit Gnadenlos gestritten und dann bin ich da raus und Makato war dann noch da und dann ist er dann auch raus. Dann hat er mir bei Facebook geschrieben und dann habe ich gesagt, ja komm mal her und wir machen jeden zweiten Tag Krieg und wir sind eine gute Truppe. Und dann ist er gekommen. Das ist so ein Kämpfer, der benutzt komplette Zeit. Wenn ihr 3 Minuten Zeit habt, dann benutzt er genau 2 Minuten 59 Sekunden. Also das ist heftiger Macker. Der lockt die Burg. Ein Stratege, er weiß genau, wie, wo er angreifen soll. Er hat oben ein Loch gemacht, um die Burg zu locken. Und dann unfassbar sowas. Sowas habe ich nur früher bei Schweine gemacht. Also müssten wir bei Schweine machen. Er macht das immer noch. Er ist oldschool. Und es klappt. Früher war das Problem, da hat er so lange gebraucht, dass er manchmal vergessen hat, auf die Uhr zu gucken und dann hat er mit 49% abgekackt. Das hat sich geändert. Er ist jetzt gerade bei Titan 2 am Farmen. Am Farmen, hört ihr? Am Farmen ist er. Und nächsten Monat will ich mal gucken, wo, wenn er richtig Gas gibt, wo er dann ist und wie weit wir hochkommen mit ihm. Und also natürlich unsere Accounts. Ich bin jetzt schon gut, ich bin jetzt über 4,7 und wenn ich das nächsten Monat auch schaffe, dann reicht das. Weil da haben wir mal ein paar Spezialisten, die dann versuchen, dann Legende zu werden. Mal gucken, ob das klappt, weil das ist richtig, richtig anstrengend, richtig schwer. Und wir müssen arbeiten, wir haben Verpflichtungen und leider klappt das nicht, wenn du alleine bist. Da musst du schon 2, 3 Leute haben, die für dich lupen. Zeitaufwendig und sehr, sehr, sehr teuer, meine Freunde. Also wenn du immer nur ein Poki findest, in 6 Stunden 30 Dörfer platt machst und in der Dev minus 39 kriegst, was willst du da machen? Gar nichts. Dann kannst du nur noch beten. So, ich guck nochmal. Jo. BVB, BVB, lalala. Smoker, der wohnt in Düsseldorf und ist BVB-Fan. So wie es an seinem Namen feststellt. Mal gucken, was die nächste Woche machen. Die sind ja jetzt, glaube ich, erst da. Und haben besser angefangen wie letzte Saison. Mit Fußball? Nee. Ja, wie ihr seht, 43-44%, 2 Sterne und gleich richtig fette Pukis. Also ich glaube 31 oder 30, mal gucken. Bin ich mir nicht mehr so sicher. Und 31 Pukis. Yay! Yeah. So, jetzt wird nochmal ein Packer gezeichnet. So, jetzt gehen wir weiter. Das ist der Kampf von Mello auf Alexid auf Roller. Also Alexid 2 platt gemacht, rasiert. Guckt euch das an, 3-mal Sprung. Und ihr werdet es nicht glauben, alle Golems, die ihr da seht, alle Golems, die ihr da seht, werden reingehen in das Dorf. Und als dieser Roller das gesehen hat, da hat er gekotzt und ist kacken gegangen. Guckt euch das mal an, Alter. Mello, Alter, was für ein Glück du hast. Guck mal, er setzt jetzt genau den Hut, bam, und unfassbar, guckt euch das an, alle Golems gehen rein, alle. Aber das Krasse jetzt ist, ne, ihr denkt ja jetzt, die Golems machen jetzt alles platt, machen die auch, aber das Heftige ist, dass das Rathaus nicht von der Königin oder vom Helden platt gemacht wird.
Ihr werdet es sehen, die werden platt gemacht von den kleinen Barbaren, die vom König rausgekommen sind. Unfassbar, guckt euch das an, wie dumm die Queen ist, die geht außen rum. Guckt euch das an, die Barbaren kämpfen, kämpfen, gib ihm, gib ihm. Richtig fett, Barbaren in der Haus, 2 Sterne. Roller wurde platt gemacht, er hat's nicht geschafft, dieser Kampf hat ihn dann Genick gebrochen. Diese Saison konnte er nicht zur Legende werden. Er versucht das bestimmt nächstes Mal. Boom, 31 Pukis. Jetzt kommen wir zum Kampf. Jetzt kommen wir zum Kampf. Legendenkampf. Legendenkampf von German All-Stars Battle B. Hier. Yeah. Zieht euch das rein, meine Damen und Herren. Er wurde bei uns zur Legende und gewinnt wegen uns diese Saison. So, wie gesagt, er brutalster Fighter, den ich kenne. Guckt euch das an. Zack, 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 zack. Früher hat er mit Mohamed Maha zusammen, haben die oben die Weltrangliste gerockt. Und früher habe ich immer beobachtet, da haben die Max Drachen gehabt. Und ich war noch Rathaus 9 oder so. Und dann habe ich die noch nicht gehabt. Und da habe ich immer gesagt, Alter, geil. Das Update ist da, Rathaus 10. Und die haben schon Max Drachen. Und dann haben sie... Die waren Profis früher mit Drachen. Die haben richtig, richtig Gas gegeben. Die haben Dörfer 100% platt gemacht. Das war richtig geil. Guckt euch das an. Das Rathaus ist fast down. Aber er fehlt nur noch ein Fetzen. Aber er hat er nicht geschafft. Ja, muss er jetzt eine andere Taktik anwenden. Guckt euch das an. Er hat noch 4 Ballons, 8 Luckys, 6 Mauerbrecher, 6 Boogies. Einmal Gift und die Helden. Jetzt versucht er seine 2 Sterne zu machen, damit er auf der sicheren Seite ist. Damit der dann von oben links reingehen kann. Damit er jetzt höchstwahrscheinlich auch machen und dann eine, ja, er lockt die Burg und wird die dann höchstwahrscheinlich mit den Luckys platt machen. So wie ich das, jo, er macht die mit den Luckys platt. Hier. Nachdem er das dann gemacht hat, wird er dann links oben ein Loch aufmachen und dann mit seinem König versuchen da Gas zu geben, damit die komplette Seite aufgemacht wird, damit die blöde Queen dann nicht nach oben geht, sondern reingeht zum Rathaus und das Rathaus kriegt für 3 Pokis so viel Aufwand, richtig, richtig krass. Aber guckt euch das an, lila Battle B. Und was steht da drunter? Von German All-Stars, meine Damen und Herren. German All-Stars, ich bedanke mich nochmal bei dir, mein Freund. Ich werde dich besuchen bei Unknown Warriors. Ich habe jetzt auch schon Kontakt mit anderen Personen, wie wenn wir jetzt in der nächsten Saison Legende werden, dass ich da ein paar Videos kriege und dann werde ich euch die auch zeigen und freue ich mich auch richtig drauf. Ja, das sind alles korrekte Spieler und auch suchtig so wie wir. Nur, dass sie ein bisschen mehr Zeit haben. Vielleicht auch ein bisschen mehr Geld, so wie wir. Leider ist das so. Wenn du da oben mithalten willst, brauchst du Geld, musst du Geld investieren und musst du Zeit investieren. Das ist die größte Kacke. Ja, davon haben wir leider nicht viel. Nur, wenn wir Urlaub haben und... Ja, man will ja nicht den ganzen Urlaub immer mit COC verzocken, aber wir sind halt so, wir machen das. So, Rathaus ist down. Und das war's dann noch von meinem Video. Wie gesagt, ich werde euch die 2 Clan Wars zeigen, von Fish bis Supercell, die 3er, die wir gemacht haben. Ich werde jetzt ein paar Videos hinterher hauen, damit ihr was habt, damit ihr was gucken könnt. Guckt euch das an, Battlebeat, 3 Pokies, 5003 Pokies, German All-Stars. Und das ist nochmal ein Bild vom Tatort, wo ich mitgespielt habe. Brüder, könnt ihr euch mal angucken. Habe ich in der Nebenrolle mitgespielt. Und das war's dann von mir. Ich wünsche euch was und schönes Wochenende. Ciao.